Hallo Leute und willkommen zurück hier zur Run Away Teen Challenge. Rachel ist am PC und spielt ein bisschen. Chloe und Lea stehen ein wenig verloren rum. Was möchtest du trinken? Okay. Und was ist mit dir, Lea? Dir geht es soweit gut. Weißt du was? Möchtest du vielleicht hier mal ein bisschen... Nee, ich möchte nicht sitzen. Ich möchte eigentlich, dass du da was malst. Du kannst natürlich auch sitzen, klar. Du kannst auch hier ein bisschen experimentieren und so. Aber sie kann doch... Was steht denn da rum? Was ist das denn? Ah, das ist ein Buch. Ja, pass mal auf. Deshalb kannst du nämlich... Na, kommst du mal bitte ins Bücherregal? Ah, deshalb kann sie nämlich nichts malen. Fahrzeug formen. Ja, wir malen nochmal ein Fahrzeug. Das ist doch ganz nett. Was macht ihr? Ihr quatscht da und trinkt ein bisschen. Sehe ich das richtig? Rachel, du könntest mal... Oh, ihr seid so süß. Ich finde das so toll, was ihr immer unbeobachtet macht, ne? Okay, du gehst schon von alleine. Beziehungsweise, was ihr macht, wenn ich gerade nicht hingucke. Und dann schaue ich mal und dann machen die was total Süßes. So, wie sieht es hier mit unseren Pflanzen aus? Garten pflegen können wir mal machen. Wer bist du denn? Irgendein alter Mann. Okay, den lassen wir mal. Und dann müssen wir mal schauen. Mit Chloe müssen wir jetzt Daten durchsuchen. Das haben wir abgeschlossen. Das ist wunderbar. Level 3 der Logikfähigkeit, Level 3 der Charismafähigkeit. Das haben wir auch. Das ist wundervoll. Und Rachel... Na, Spiel? Geht es schon wieder los? Ich glaube, Rachel muss ja nur noch die Sims an unterschiedlichen Orten kennenlernen. Derzeit benötigt keine Pflanze Pflege. Ach, das ging ja jetzt schnell. Spiel spielen. Da kommt die rote Rainbow. Wisst ihr was? Ich würde eigentlich super gerne mal irgendwo hingehen. Ich glaube, wenn wir den Moritz jetzt hier alleine lassen, dann kommt doch sowas wie eine Tagespflege, ne? Zumindest habe ich das schon mal öfter in den Kommentaren gelesen. Ich habe das noch nie selber ausprobiert, aber ich glaube, dann kommt sowas wie eine Tagespflege hier hin. Ach, schön. Zwei Autos. Eins davon vermutlich ein Polizeiauto. Sehr schön machst du das, Lea. Ja, da du soweit schon fertig bist. Echt? Ich glaube, dann gehen wir mal irgendwo hin. Das wäre doch schön. Ich lasse die Lea jetzt nochmal eben da zu Ende malen. Damit wir das schon mal haben. Was macht Rachel? Hat sich jetzt auch was zu trinken geholt. Und jetzt machen die bestimmt wieder was Süßes. Oder nicht? Nein. Da hinten lief gerade die Dorn rum. Na, Chloe wäscht sich erstmal die Hände. So, Lea ist fertig. Dann würde ich sagen... Nein. 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 Das darf nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Ganz ehrlich... Das gibt es nicht. Gut, ich habe in der letzten oder vorletzten Folge noch gesagt, wann bekommen wir mal wieder Besuch. Und jetzt ist er da. Ich meine, wer sollte es auch anders sein? Oh, Thori Zombo! Carlo, warum? Warum eigentlich? Was soll das hier mit dir? Janib Schrafer. Spotten, weggehen, abblitzen lassen, andeuten Mutter seinen Lama. Das ist immer nur das Gleiche. Ich meine, ich finde es ja witzig. Oh, jetzt kommt auch Rachel. Alter, Rachel applaudiert. Oh Mann, die hört gar nicht mehr auf. Wow. Die hören gar nicht mehr auf, kann das sein? Und Rachel hat keinen Bock mehr, wie es aussieht. So. Nee, Carlo, ganz ehrlich, wir hauen jetzt ab. Wir hauen jetzt echt ab. Du bist benommen. Ja, das hast du auch verdient, ganz ehrlich. Wir gehen jetzt irgendwo hin. Ich habe wenig Lust auf dich. Ich habe dich jetzt einmal geboxt und das passt auch. So, die Frage ist, wo gehen wir hin? Wüstenblütenpark, waren wir zum Geburtstag? Wir könnten eigentlich mal hier ins Wellnesscenter gehen, zusammen mit Lea, ne? Ich meine, Kind kann da doch bestimmt auch was machen. Dann müssen wir jetzt erstmal schauen. Wo haben wir sie denn? Da ist die Rachel. Und da ist die Lea. Wir nehmen die jetzt einfach mal mit dahin. Max, ja, nee, wir gehen mal als Familie. So, ich finde das nämlich echt super schön hier. Und bis jetzt waren wir... Moritz wurde zur Tagespflege geschickt. Ach, super. In 30 Minuten beginnt ein Yogakurs. Ich würde ganz gerne mal, dass ihr alle ein bisschen schwimmen geht. Hierhin schwimmen. Und Rachel geht auch ein bisschen schwimmen. Hierhin schwimmen. Und die Lea natürlich auch. Ich war hier nämlich erst einmal. Da war Chloe noch alleine. Und es hat mir echt richtig gut gefallen hier. Das macht echt Spaß. Und vor allem ist jetzt sowieso Wochenende. Das heißt, wir haben nicht unbedingt was zu tun. Wir haben mal ein bisschen Freizeit. Und ich glaube, aufs Geld müssen wir auch nicht unbedingt achten, sodass wir eventuell hier auch einen Yogakurs oder so besuchen könnten.
Das wäre total toll. So, Lea, spring rein. Ach, süß. Ich finde das toll, dass ihr mal was als Familie zusammen macht. Es wäre nur schön, wenn ihr beiden auch ein bisschen schwimmt. Ich meine, die Lea hat hier gerade anscheinend ein bisschen Spaß und schwimmt. So, kannst du mal ein bisschen spritzen, über Lieblingstier reden. Auch mal spritzen. Was, Rachel, was ist mit dir? Gehst du schon wieder raus? Rachel, was geht mit dir? Chloe. Spritzen. Was macht die Rachel denn jetzt? Was macht sie da? Bademantel anziehen. Rachel, warum? Ich meine, das ist ja schön und gut, dass du den Bademantel anziehst. Dir geht's auch soweit gut. Mit Maya plaudern. Okay. Welche Maya? Maya Weißhaupt. Oh. Irgendwie hat die nicht so ein Interesse dran, mit dir zu plaudern. Kann es sein? Bin ich das hier? Ja, natürlich. Das bin ich. Ich lasse es mir auch richtig gut gehen. Rachel geht nach oben trainieren. Ach, das ist gar keine schlechte Idee. Ich hatte jetzt echt gedacht, ihr wollt vielleicht unten erstmal ein bisschen zusammen schwimmen, aber anscheinend nicht. Anscheinend, wow, nur die beiden hier. Mein Spiel läuft heute extrem instabil, habe ich das Gefühl. Chloe, meckerst du mit Lea? Nee, das sah gerade nur so aus. Okay, sie will sich wohl auch den Bademantel anziehen. Na komm, dann geh du auch mal raus. Das war jetzt ein kurzes Vergnügen hier. Aber vielleicht können wir ja später noch mal rein. So, wo bekomme ich denn die Bademäntel? Hier, Outfit ändern, Bademantel anziehen. Dann mach das doch einfach mal. Oh, ich würde so gerne in die Sauna und hier echt vielleicht ein bisschen Yoga machen. Das wäre doch ganz cool. Wo ist denn die Rachel? Die hat jetzt ihr Sportoutfit an und boxt hier ein bisschen. Sieht aber nicht wirklich motiviert aus. Und ich habe in den Kommentaren gelesen, dass jemand geschrieben hat, beziehungsweise gefragt hat, wow, ob die Rachel zugenommen hat. Und ja, das sieht ein bisschen so aus. Also ich finde jetzt nicht, dass sie sehr viel zugenommen hat, aber vielleicht ein bisschen. Kommt von dem ganzen Kuchen wahrscheinlich, den die drei so gerne futtern. So, Chloe ist ein bisschen pieseln. Was macht Lea jetzt? Lea steht jetzt gerade einfach nur rum. Kann die Lea denn auch Yoga machen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Oder hier ein bisschen meditieren? Das geht bei Kindern wahrscheinlich gar nicht, ne? Trainieren kann sie sowieso nicht. Runden schwimmen. Kann sie hier echt nur schwimmen? Das wäre ja voll schade. Jo, sie kann kein Yoga machen. Die Dawn ist hier. Ach, das ist ja toll. Hallo, Dawn. Das ist ja super. Schmeicheln, unglaubliche Geschichte. Nee, wir können einfach mal so ein bisschen quatschen. Tag verschönern. Und dann kannst du nämlich hier Yoga üben, Haltung einnehmen, eine Yoga-Übung machen. Gehirn-Doping. Und vielleicht möchte die Rachel auch mal hier hinkommen. Kann auch mal ein bisschen Yoga machen. Ich meine, sie stinkt jetzt schon. So viel hat sie da trainiert. Oh, bin ich das da gerade, die so schön von der alten Dame massiert wird? Ja, natürlich. So, Lea schwimmt unten. Das ist in Ordnung. Ich hoffe, du gehst auch raus, wenn du keine Lust mehr hast. Und ich hoffe... Oh, Level 2 der Motorikfähigkeit. Ich hoffe, dass sie sich auch selbstständig hier irgendwie was zu essen nimmt. Bademantel anziehen. Ja, kann man hier mal schauen. So, Chloe ist auch gerade unterwegs. Möchtest du vielleicht mal, meine Liebe, pass mal auf. Ah, du ziehst automatisch dein anderes Outfit an. Was jetzt irgendwie auch gar nicht so wirklich passt mit der Mütze. Okay, Dawn liegt da ein bisschen rum. Und Rachel zeigt uns ihren Hintern. Das ist natürlich auch wundervoll. Wer bist du eigentlich? Du bist die Yogalehrerin? Nee, Janet Bauer. Okay. Hier fehlt doch definitiv Musik. Warum haben die hier keine schöne Entspannungsmusik? Frage ich mich gerade. Oh, wie der Arm zittert bei Rachel. Schaut mal. Er zittert so ein bisschen und schwabbelt hin und her. Ist Chloe jetzt schon? Nee, Dawn ist abgehauen. Ja, schön macht ihr das. Ganz toll. Ein bisschen zur Seite lehnen. Ja, das sieht doch ganz okay aus, würde ich sagen. Levelaufstieg, ach wunderbar. Und Lea schwimmt da immer noch. Weißt du was, Lea? Hör mal bitte auf, da rumzuschwimmen. Du kannst dir mal... Hier vorne kann man doch auch was essen, oder? Das sind nur Getränke, Fruchtbrause. Kann man nicht auch irgendwie hier was zu essen bestellen? Oder waren hier nicht Kühlschränke oder sowas? Nee, dann anscheinend nicht. Ach, hier draußen kann man grillen. Wow, hier kann man ja richtig was kochen. Ach, schön. Das Problem ist, das kann Lea nicht machen. Die kann ja hier echt so gar nichts machen.
Von daher, ja, kann sie von mir aus ihren Bademantel anziehen und sich da was zu trinken holen und da ein bisschen mit mir rumstehen. Boah, Leute, ich sehe so komisch aus, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich mich so gemacht habe. Also so sehe ich doch nur wirklich nicht aus. Ich weiß es nicht, vor allem so krass geschminkt auch. Naja, okay, aufräumen, weglegen. Kann sie sich nichts davon nehmen? Fruchtbrause. Ach Mann, mit Eva plaudern. Eva ist kokett, wer zur Hölle ist Eva? Irgendwo hier oben. Da ist die rote Rainbow. Kannst du dich denn massieren lassen? Das geht auch nicht. Das ist ja voll schade. Dag. Dag. Aber wenigstens kann sie sich vorstellen. Ach, Lea, du bist süß. Ja, du kannst gerne ein bisschen mit ihr plaudern. Ich hatte wirklich gehofft, dass sie hier ein wenig, was machst du jetzt? Nickerchen machen. Ja, ich weiß ja nicht. Ich hatte echt gehofft, dass sie hier ein bisschen mehr machen kann. Oh, oh, Rachel ist ja mal ziemlich dreckig. Wo machst du denn jetzt dein Nickerchen? Und Rachel geht hoffentlich duschen. Ja, wunderbar, das ist auch das ist auch dringend nötig. Und du schläfst da jetzt. Ja gut, dann war das hier echt wieder ein kurzer Besuch. Da möchte ich gar nicht mehr so lange bleiben, glaube ich. Ich habe jetzt echt gehofft, dass die Lea hier auch ein bisschen was machen kann. Wir hätten vermutlich noch in die Badewanne gehen können. Also ich meine, das müsste Lea ja können, aber jetzt schläft sie gerade. Gut, ich würde sagen, wir lassen Rachel jetzt nochmal duschen. Und du ziehst jetzt deinen Bademantel an, ja, das ist auch in Ordnung. So, schwupps, huch, schwupps ist der Bademantel angezogen. Und mit wem willst du da quatschen? Nee, nee, mit Veronika, plaudern brauchst du nicht. Ich würde sagen, wir setzen uns mal hier hin und warten einfach ein bisschen, bis die Rachel fertig ist. Moment mal. Wo hat die... Da ist die rote Rainbow. Bekommt hier gerade eine Fußmassage. Wie schön. Ja, Chloe, jetzt müssen wir mal eben kurz auf die Rachel warten. Die jetzt hoffentlich... Ja, die jetzt hoffentlich fertig ist. Und dann würde ich sagen, hauen wir einfach wieder ab nach Hause. Und dann bin ich gespannt, ob sich die Tagespflege auch gut um den Moritz gekümmert hat. So, oh, Dawn hat eine Maske im Gesicht. So, da ist die Rachel und da ist die Lea. Und der Moritz schläft. Okay. So, Moritz ist von der Tagespflege zurück. Alles klar. Du gehst jetzt direkt schlafen. Bei Rachel geht es noch ein bisschen. Lea sollte auf jeden Fall etwas essen und dann, glaube ich, auch ins Bett gehen. Öffnen. Was willst du dir da nehmen? Ein Gericht nehmen. Ja, nee, lass mich das mal lieber machen. Ich kann das besser als du. Kannst auch von mir aus erstmal im Bademantel bleiben. Und dann... Ja, dann schauen wir mal, ob sie danach dringend zur Toilette muss. Dann gehen wir vielleicht noch. Ansonsten geht es direkt ins Bett. Und Rachel möchte ein bisschen lesen. Nee, weißt du was? Ich bin dafür, dass du mal wieder ein bisschen was malst. Du bist jetzt energiegeladen, aber das bringt uns nichts. Realistisches Pop-Art. Wir malen mal wieder ein impressionistisches. Lesen brauchst du jetzt nicht. Schon gar nicht hier im Kinderzimmer. Rachel? Rachel, möchtest du vielleicht das Buch weglegen? Und, alles klar, sie macht es doch, großes Impressionistisches. So, Chloe schläft und Lea muss wieder alleine essen. Ach Mann, ich freue mich so, wenn der Moritz auch ein bisschen altert und wir dann werden wir eine Zeit lang zwei Kinder haben, glaube ich, ne? Wie lange dauert es bei Lea noch? Moment, da muss ich mal eben nachschauen, hier haben wir es. 6 Tage bis zur nächsten Altersstufe, okay. Und ich glaube, bei den Babys dauert das doch 3 Tage, ne? Ich meine schon. Hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, aber wir werden es sehen. Ach, du malst wieder dieses Bunte. Okay, hast dann auch Hunger. Ich werde mal eben schauen, genau, was ihr hier so im Inventar habt. Da ist noch ein Foto, das könnten wir gleich mal aufhängen. Und natürlich können wir die Frösche züchten und verkaufen. Und dann muss ich echt was an der Küche machen, ne? Wollte ich ja jetzt schon ein bisschen länger. Was war das hier? Unbestimmte Blume. Ja, das möchte ich erstmal behalten. Dann schauen wir mal kurz bei Chloe ins Inventar. Sie hat ja hier noch ein bisschen was geerntet. Na toll, und mal wieder haben wir einen Teller im Inventar. Was? Die Birnen haben uns jetzt 240 gebracht? Das ist ja fantastisch, das ist ja wow. Das ist ja echt toll. Und ich glaube, ich werde auch gleich die Gitarre mal hier oben hinstellen. Ich meine, es ist ja jetzt so ein bisschen der Aktivitäten- und Gemeinschaftsraum. Ich stelle die einfach mal kurz dahin. Wenn ich gleich im Baumodus bin, kann ich es ja sowieso noch ein bisschen drehen. So, pass mal auf, du möchtest jetzt ins Bett. Musstest du nicht zur Toilette? Ach nee, gleich erst. Ja, pass auf, doch, dann kannst du schlafen gehen. Das geht schon.
Und ich schau mal eben, denn dass wir da noch. Ach Manu, diese blöden Frösche. Frösche züchten mit. Oh, Juliet Starling läuft da rum. Die möchte ich auch unbedingt mal kennenlernen hier mit irgendeinem Sim. Oder kennt die Rachel sie schon? Ich weiß es gar nicht. So, Moment. Hier haben wir dein Zimmer und wir haben doch hier. Genau, da hängt schon ein Bild von der Lea. Dann werde ich das auch noch mal kurz aufhängen und definitiv auch noch rahmen. Hängt ein bisschen weit oben, ne? Und ganz schnell mal eben in den Baumodus. Ach Mensch, das Bild hängt ja auch hier. Stimmt. Ich habe immer die Wände ausgeblendet, da sieht man das so schlecht. So, wo stellen wir die Gitarre jetzt hin? Soll ich die einfach mal hier so davor stellen? Ich hätte hier eigentlich auch noch gerne eine Wand irgendwo. Oder eine Halbwand, damit das nicht ganz so, ja, groß und doof ist. So, du hattest jetzt nichts im Inventar. Rachel war das, die das Foto hatte, genau. Oh, schaut mal, wie cool die Fotowand hier ist. Ich liebe es. So, packen wir das mal dahin. Rahmen hinzufügen. Ich finde, das passt auch so. Das geht schon. Ha! Ja, das wird doch ganz schön. Oh, Moritz ist wach. Moritz ist wach. Okay. Der fängt doch gleich 100 Pro an zu schreien. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Die Geräusche sind so süß. So, Rachel ist selbstsicher. Wundervoll. Dann ist es schon fertig. Leinwand rahmen und an Sammler verkaufen. Dann können wir mal versuchen, etwas zu essen. Ich bin mir sicher, dass der Moritz gleich irgendwann schreien wird. Öffnen und noch einen leckeren Pfannkuchen. Hast du denn genug Spaß? Ja, das geht. Pass auf, lassen wir dich Fernsehen schauen nebenbei. Von mir aus den Kochkanal. Dann spulen wir das Ganze mal ein wenig vor. Noch sind die Geräusche ja süß. Noch geht es ihm gut. Aber ich denke, die Tagespflege wird sich da auch einigermaßen gut drum kümmern, oder? Die erfüllt wahrscheinlich seine Bedürfnisse besser als ich. Aber nun gut. So, es ist Sonntag. Jetzt mittlerweile mitten in der Nacht. Rachel ist fertig. Und Rachel hat jetzt wieder einen ganz anderen Biorhythmus, ne? Das ist so doof. Das ist so doof, wenn ihr mal zu unterschiedlichen Zeiten schlafen geht. Wie sieht es aus mit Lea? Okay, Lea schläft auch noch ein bisschen. Okay. Jetzt pennen sie alle, außer Moritz. Da kannst du nämlich schon mal aufstehen. Und öffnen. Ja, wir haben sogar noch Pfannkuchen. Wundervoll. Und nebenbei kannst du von mir aus auch Fernsehen schauen. Und von mir aus auch den Kochkanal. Das geht schon. Sims wollen über die neuen... Wollen über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden... lieber Tipp, geh bitte weg. Oh, der Mülleimer ist wieder voll. Wisst ihr, was wir machen? Apropos Mülleimer, ich werde jetzt nachschauen. Ich werde jetzt nachschauen, wie viel der kostet. Ich habe es ja eigentlich schon gesagt, der ist das, ne? Organisch gut. Die nächste Generation der Müllbeseitigung. Okay. In Benzin um, das ist doch der, ne? Plastiktonne, nee. Das ist definitiv der. Ich finde hier auch das Fass irgendwie cool. Wir kaufen den jetzt. Ja, wir kaufen den jetzt. Die Sache ist die, dass ich glaube ich, wenn ich da die Teller reinziehe, passt mal auf. Dann gibt es ja doch Geld. Pass mal auf, dann können wir den mit dem Müll drin ja hoffentlich verkaufen, ne? Jo, 48 Simoleons. Okay, wie ist das? Muss ich dann immer die Teller da reinpacken oder klappt es auch, wenn die Sims das machen? Bin ich mir gerade nicht sicher, werden wir sehen. Ich meine, mich erinnern zu können, da mal irgendwas gelesen zu haben in den Kommentaren. Ach, wie geil. Ja, schön. Haben wir jetzt schon mal den Mülleimer und dann müsste ich mir, glaube ich, vielleicht mal in der nächsten Folge überlegen, wie ich das hier ein wenig verändern möchte. Also die Küche ist noch extrem leer. Ja, wirklich. Ich würde mich gerne mal an einer Kochinsel versuchen. Ich habe noch nie eine Kochinsel gebaut. Mit den Theken habe ich ja immer so meine Probleme. Aber ich hätte ganz gerne eine. Ich weiß nicht, ob die Küche dafür zu klein ist. Auf jeden Fall, wow, liegt hier auch ein bisschen Müll rum. Auf jeden Fall würde ich es ganz gerne mit einer Kochinsel mal probieren. Ansonsten gefallen mir die Zimmer noch ganz gut. Hier eventuell mal ein neuer Fernseher, ein neuer Tisch und dass wir vielleicht mal den Zwerg irgendwie, ja, da entfernen. Moment mal, ich drücke mal kurz auf Pause, nicht, dass ihr hier ohne Ende gerade weiter pennt. Das Zimmer gefällt mir nach wie vor ganz gut. Im Bad, ja, könnte man ein bisschen dekorieren. Hier, wie gesagt, noch eine Wand ziehen oder so eine Halbwand. Und eventuell doch mal diese roten Sanitäranlagen ein bisschen austauschen. Leas Zimmer ist okay, das von Moritz ist auch erstmal okay. Und dann würde ich gerne mal hier irgendwo eine Halbwand ziehen.
Ja, gut. Ich werde das vermutlich, ich weiß es noch nicht genau, vermutlich wieder offscreen machen. Ihr wisst, ich brauche sehr lange, um irgendwas zu bauen und selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind, dann gibt es halt mal eine kleine Überraschung und ich tobe mich da in Ruhe aus. Aber ich möchte jetzt noch nichts versprechen. Mal schauen. Gut, Leute, das war es auf jeden Fall. Da hinten fährt ein Zug, das sehe ich gerade zum ersten Mal. Das war es auf jeden Fall für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss.